Schwimmpflanzen eignen sich, ja, so finde ich zumindest, nicht für jedes Aquarium. Natürlich würde sie hier auch sehr gut gedeihen, denn hier wird flüssig gedüngt und auch das Licht ist ziemlich stark. Allerdings wollte ich jetzt hier eher ja, eine futuristische Landschaft simulieren. Ja, mit einem kleinen Weg, der bis hier nach hinten reicht. Oh, wen sieht man da? Einen Apistogramma. Ja, auch hier links ist eine ziemlich hohe Aufschüttung mit Drachenstein. Ja, und ich finde, jetzt hier auf dem Aquarium möchte ich nicht so gern Schwimmpflanzen. Das kann natürlich jeder machen, so wie er möchte. Super neugierig. Also ich finde die Fische ganz, ganz toll. Wenn besonders viele Bakterien ausschwärmen im Freiwasser und sich vermehren, wird das Wasser zumeist sehr milchig und trüb. Ja, und das ist dann die sogenannte Bakterienblüte, die oft zu Beginn, wenn man ein Aquarium neu startet, eintritt. Das ist aber nicht schlimm. Das legt sich mit der Zeit wieder. Ja, und diese ausgeschwärmten Bakterien lassen sich dann auch wieder nieder auf Einrichtungsgegenständen, bilden sich im Filter. Ja, eine Bakterienblüte im Wasser ist nichts Schlimmes, das ist ganz normal. Ein ganz normaler biologischer Prozess. Im hinteren Bereich sind sehr viele Versteckmöglichkeiten, durchaus wichtig für den späteren Besatz. Der Nebel geht auch bis hinten an die Mooswand. Ja, ein schönes Gesamtbild.
Das ist mein Buse Phalantra Aquarium, das ich filterlos betreibe. Hier sind jetzt die Apistogramma agassizii rioteife eingezogen. Es sind noch sehr kleine Tiere und sie verstecken sich jetzt. Hier sieht man jetzt gerade noch ein paar weiße Mückenlarven vorbeischwimmen. Ich habe sie heute das erste Mal gefüttert und wie gesagt, sie sind noch etwas scheu. Zu Beginn etwas zum Aquarium. Es ist ein Weißglas-Aquarium mit der Kantenlänge von 40x40x40 und fast somit brutto 60 Liter. Ich habe hier im Aquarium viele verschiedene Buse Phalantras, die hier prächtig vor sich hin wachsen. Ich mache hier regelmäßig Ableger ab, klebe die dann auf Lavasplit oder Lavasteine und ziehe sie dann weiter groß. Hier auf den Pagodesteinen sieht man noch einige Rückstände von Moos, das ich eingebracht habe. Ja, das ist hier enorm gewachsen, auch auf dem Holz. Und das habe ich jetzt ein wenig zurückgerupft, aber das wird in wenigen Tagen wieder schön gewachsen sein. Im Hintergrund hatte ich einige Buse Phalantras rausgeholt und dann in anderen Aquarien verbaut. Deswegen habe ich jetzt noch hier Echinodorus eingesetzt. Hier hinten ist noch etwas Platz. Das sieht man auch den CO2-Diffusor, den Aquaedel Pet Mini und den Edelstahl-Ansaugkorb. Der Aquaedel Pet Mini dient mir hier als Pumpe, um hier eine gewisse Strömung reinzubringen. Ich habe ja erwähnt, das Aquarium läuft filterlos. Das heißt, es herrscht keine zwangsdurchströmte Filterung. Der Boden mit dem vielen aufgeschütteten Lavasplit dient mir hier als biologischer Filter. Hier sieht man nochmal schön, wie weit bzw. hoch ich aufgeschüttet habe. Ja, hier hinten die Echinodorus sitzt wieder in so einem Tonring. Ich benutze sie hier quasi wieder als Aufsitzerpflanze. Ja, und dieses Aquarium ist nun also besetzt mit den Apistogramma agassizii rioteife, eine besondere Art der Agassizii-Familie. Ja, die Tiere müssen sich jetzt noch eingewöhnen und wenn sie dann nicht mehr so scheu sind, kann ich die Tiere auch besser filmen. Hier im Vordergrund habe ich eine dünne Schicht Sand eingebracht. Das habe ich mit Hinsicht auf die Apistogramma gemacht, denn diese Zwergbuntbarsche durchkauen sehr gerne den Sandboden. Ja, und wahrscheinlich reinigen sie so ihre Kiemen. Hier sieht man auch nochmal an der Buse Phalantra SP Red die schönen weiß schimmernden hellen Punkte auf den Blättern. Ja, das gibt so ein ganz toller Glitzereffekt. Buse Phalantras sind einfach ein totaler Hingucker im Aquarium. Ja, und eine meiner Lieblingspflanzen. Hier im Vordergrund habe ich eine ganz dünne Schicht Sand eingebracht. Ja, die kann man ganz leicht sauber machen. Hier die Kante mit einer Plastikkarte. Muss ich aber nicht oft machen, denn ich habe hier überhaupt keine Algenprobleme, außer die paar halt an dem Holz, aber das ist ja gewünscht. Die Scheibe muss ich kaum sauber machen. Ja, und hier wachsen viele verschiedene schöne Buse Phalantras. Natürlich ist hier jetzt kein RGB-Licht drüber, dann würden die Buse Phalantras noch schöner leuchten. Aber ja, das ist jetzt halt so. Und die Pflanzen kommen klar damit, ich auch.
Ich betreibe das Buse-Falandra-Aquarium filterlos. Das heißt, hier herrscht keine zwangsdurchströmte Filterung durch Filtermatten oder biologisches Filtermaterial, sondern ich benutze den Aquael Pet Mini Filterkopf. Ich habe den Plastikkorb hier, der eigentlich hier drumherum ist, um den Schwamm zu halten, abgemacht. Und ich habe hier einen Edelstahl-Ansaugkorb. Damit das Ganze hier reinpasst, habe ich hier einen Plastikschlauch, ein Stück von einem Plastikschlauch eingebracht. Ja, und das Ganze kann ich dann so hier reinstecken. Und das hebt. Der Filter ist nur dazu da, etwas Strömung ins Aquarium zu bringen. Einige Schmutzpartikel bleiben hier auch hängen, hier, also gröbere Partikel, die im Wasser schwimmen. Aber es herrscht in dem Sinn keine zwangsdurchströmte Filterung. Der Bodengrund reicht mir hier als Filtermaterial aus. Ich habe sehr viel Lavasplit benutzt. Dazu habe ich schon ein Video gemacht. Hier in meinem Buse-Falandra-Aquarium vermehre ich die Buse-Falandras und ich denke, ich kann mich hier bedienen. Sie sind alle gut gewachsen. Ja, und jetzt hole ich ein paar raus und die kommen dann ins Kugelfisch-Aquarium. Hier bin ich in meinen beiden Zuchtaquarien für Apistogramma. Ja, und hier auf der rechten Seite schwimmen seit gestern zwei juvenile Apistogramma Benchi Inca. Ich habe ja schon zwei adulte Tiere, aber ja, die sind so scheu, die sind echt schwer zu filmen. Und jetzt dachte ich, ich besorge mir nochmal zwei junge und zeig euch, wie sie sich mit der Zeit entwickeln. Ja, das Aquarium ist ziemlich strukturreich eingerichtet. Ich habe zwei größere Hölzer eingebracht, einige Lavasteine, Anubias, die Kryptokoryne Crispatula, Javafarn Windelof, normaler Javafarn, ja, und ziemlich viel Laub. Ich wohne ja quasi im Wald um unser Haus. Ja, es sind viele Laub- und Nadelbäume. Und im Garten habe ich einen schönen großen Kastanienbaum. Deswegen habe ich hier Kastanien eingebracht. Also Kastanienblätter, Seemandelbaumblätter und Guaveblätter. Ja, für meinen Huminstoffsud sammle ich auch im Wald verschiedene Laubarten. Ja, und vor kurzem war ich unterwegs und habe neben Laub auch schöne Pfifferlinge und Steinpilze gefunden. Ja, bei uns im Dorf gibt es auch einen schönen Bach. Dort gibt es schöne Bachforellen. Ja, und was gibt's Schöneres, wenn man sein Essen selbst fängt und sammelt? Also kleiner kulinarischer Tipp, wilde Bachforelle mit Steinpilzrisotto, was gibt's Schöneres? Wenn dir das Video gefallen hat, dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich sehr freuen. Bis dann!